Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich einen herben Dämpfer abbekommen. Zur Erklärung muss ich natürlich vorausschicken, dass ich der Typ Mensch bin, dem es vor allem wichtig ist, was die Kollegen in den Mainstream-Medien über mich schreiben. Umso härter hat es mich getroffen, als ich in unserem Pressespiegel gelesen habe, dass ich im Wochenmagazin News in der Rubrik Hero and Zero genannt werde. Allerdings nicht unter Hero, sondern unter Zero. Als Hero wird dort Schlagerstar Helene Fischer angeführt. Nicht wegen ihrer musikalischen Darbietungen, sondern weil sie sich ehrenvoll gegen den aufkochenden Rechtsradikalismus wendet, wie im Faktenteil des Magazins zu lesen ist. Unter Zero heißt es hingegen wörtlich, der Sender Servus TV hat ein Problem in der Gestalt seines Intendanten. Hat er uns zuletzt mit alternativen Erkenntnissen zur Pandemie erleuchtet? Beruhigt er uns nun hinsichtlich des Nazi-Treffens in Potsdam? Das linksgrüne Scheinmedium Korrektiv habe bloß Fake News in Umlauf gesetzt. Zitat Ende. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das verstehe ich eben nicht. Ich versuche, die aufgeregte und besorgte Links-Community zu beruhigen und statt Dank ernte ich nur ein Downgrading der News-Schreiberlinge, das mich wirklich hart trifft. Nachdem aber schon vorige Woche die Haltungsjournalisten im blassrosa Zentralorgan moniert hatten, dass ich nicht sagen konnte, was denn an der Recherche von Korrektiv Fake News seien, möchte ich sozusagen zur weiteren Beruhigung gerne noch ein paar Fakten nachliefern. Ich habe mich dabei allerdings nicht eins zu eins auf das Empörungspamphlet von Korrektiv verlassen, sondern gemeinsam mit dem Till als Faktenchecker die Fakten geprüft und vor allem auch die Stellungnahmen der tatsächlich Beteiligten gelesen. Dabei ist ein völlig anderes Bild entstanden als das Narrativ von einem geheimen Nazi-Treffen, das der gesamte Mainstream artig nachgebetet hat. Alleine aus dem Interview mit dem Hausherrn des Landhauses Adlon in Potsdam geht ganz klar hervor, dass der Korrektivbericht unseriös und falsch ist. Adlon-Besitzer Wilhelm Wildering bezeichnet den Bericht wörtlich als Lügenkonstrukt, das an keiner Stelle haltbar ist. Es gab weder ein Geheimtreffen noch einen Masterplan Remigration und es wurde auch nie über die Abschiebung deutscher Staatsbürger gesprochen, sagt Wildering. Dafür lege er die Hand ins Feuer. Eingeladen zu dem Treffen hat ein deutscher Zahnarzt, teilgenommen hatten rund 20 Gäste, darunter Unternehmer, Ärzte, Politiker von CDU und AfD. Die Aussagen des Hoteliers gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung decken sich im Übrigen auch mit den Aussagen der Teilnehmer des Treffens. Soweit die Fakten, aus denen das angeblich unabhängige Medium Korrektiv bekanntlich die Skandalstory über ein geheimes Nazi-Treffen gebastelt hat, die als Grundlage für die künstliche Aufregung und die seltsamen Hand in Hand mit der Regierung Demos gegen rechts gedient hat. Um die Glaubwürdigkeit der von Korrektiv veröffentlichten Rechercheberichte richtig einschätzen zu können, schadet es nicht, sich das angeblich unabhängige Medienunternehmen etwas genauer anzusehen. Mitglied der Plattform, die von Steuergeldern und Spenden linker Geldgeber lebt, ist auch ein gewisser Jean Peters, ein politischer Aktivist, der bis vor wenigen Tagen in seinem Lebenslauf auf der eigenen Homepage wörtlich geschrieben hatte, er entwickle Aktionen und erfinde Geschichten, mit denen er in das politische und ökonomische Geschehen interveniere. Seltsamerweise hat Herr Peters diese Passage jüngst aus seinem Lebenslauf gelöscht und ist für Journalisten seit Tagen nicht zu erreichen. Auch Korrektiv selber hat mittlerweile den Begriff Deportation, der angeblich in Potsdam verwendet worden sei, von seiner Homepage gelöscht und behauptet nun, dieses Wort sei seitens Korrektiv nie verwendet worden. Ebenso wenig wie der Vergleich mit der berüchtigten Wannsee-Konferenz der Nationalsozialisten. Das hätten andere Medien dazu gedichtet. Dabei belegen Screenshots, dass Korrektiv in seiner Buchbeschreibung bis vor kurzem sehr wohl den Begriff Deportation
verwendet hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Fake News am laufenden Band, ein Drahtzieher, der stolz erklärt, dass er Geschichten erfindet, und eine dubiose Verwicklung des Inlandsgeheimdienstes dienen allen Ernstes als Basis für die seit Wochen grassierende Hysterie gegen rechts. Gut, auf der anderen Seite war es ja schon schön, die Solidarität der aufrechten Demonstranten mit der Regierung auf den Demos erleben zu dürfen. Niemand fand etwas dabei, dass etwa bei der Demo für Demokratie in Berlin das Tragen der deutschen Nationalflagge verboten war. Bekanntlich wurde bei einer anderen Kundgebung auch ein Lehrer ausgebuht und von der Polizei abgeführt, weil er dort die deutsche Bundeshymne vorgetragen hatte. Besonders schön finde ich auch die überwältigende Zustimmung von Kunstschaffenden für die Initiative von Regierung, Linksparteien und Medien gegen rechts. Da werden wirklich Erinnerungen an die schönen Zeiten in der Deutschen Demokratischen Republik wieder wach, gell? In Österreich läuft der gehypte Widerstand gegen rechts leider nicht ganz so geschmiert wie bei den deutschen Genossen. Als der Genosse Bürgermeister in Wien auf dem Account der SPÖ twittert: "Wir in Wien stehen immer auf der richtigen Seite der Geschichte", hat er statt begeisterter Zustimmung einen veritablen Shitstorm geerntet. Corona-Schwurbler und selbst die Aktivisten der Grünen für Grundrechte haben beklagt, dass eine solche Aussage ausgerechnet am Jahrestag der Impfpflicht ein Hohn sei. Viele User haben an das Impf- und Corona-Maßnahmenregime der Wiener Stadtregierung erinnert. Und nicht selten war sogar vom Wiener Impffaschismus die Rede. In Linz wiederum ist dieser Tage die ehemals unverwundbare antifaschistische Front gleich an mehreren Stellen brüchig geworden. Während zunächst stramme Antifa-Aktivisten gegen den äußerst gefährlichen Burschenbundball demonstriert haben, wurde dieser ehrenhafte Protest spätnächtens dann ausgerechnet durch einige Genossen konterkariert. Der offizielle Ballausklang hat nämlich in einem Linzer Innenstadtlokal stattgefunden, das nicht nur einem SPÖ-Gemeinderat gehört, sondern wo auch der rote dritte Landtagspräsident auch noch den DJ für die rechte Ball-Community gegeben hat und die neue SPÖ-Stadtparteigeschäftsführerin sogar noch ein Selfie mit dem roten DJ gepostet hat. Ich meine, so kann unser Kampf gegen rechts nicht siegreich beendet werden, liebe Nossinnen und Nossen. Wenn ihr euch spätnächtens im selben Lokal wie Dutzende Rechtsextreme herumtreibt, die von einem Naziball kommen. Selbstredend wurden die unsensiblen Genossinnen und Genossen in der Folge zum Landesparteichef zitiert, wo sie zerknirscht eingestanden haben, dass sie natürlich schon im Vorfeld hätten schauen müssen, wer da wirklich ins Lokal kommt. Es lebe die politische Heuchelei, liebe Genossen. Abgesehen von politischer Heuchelei ist es für mich aber schon auch ein Zeichen besonderer Intelligenz, dass etwa die NEOS-Abgeordnete Karin Doppelbauer jetzt kritisiert hat, dass Österreich weiter russisches Gas bezieht und damit Putins Krieg gegen die Ukraine finanziere. Gerade angesichts der Tatsache, dass der erfrischende US-Präsident Joe Biden erst vor wenigen Tagen angekündigt hat, aus Klimaschutzgründen den Export von Flüssiggas zu evaluieren und alle neuen LNG-Terminals zu stoppen, ist der Vorstoß von Frau Doppelbauer nicht nur blitzgescheit, sondern auch ein Segen für die NATO. Verzeihung, ein Segen für unser Österreich. Es geht doch nichts über Politiker, die nur das Wohl der eigenen Bürger im Auge haben, gell?